Wir sind beim RBB in Berlin und ein Fahrer liefert Helene Fischer pünktlich zur Probe ab. Ja, Andi, schau mal, da kommt die Frau Fischer zu ihrer Tanzprobe. Da sind wir ja mal gespannt, ob die an uns hier so einfach vorbeikommt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss jetzt zum Tanztraining mit dem Fernsehballett. Jetzt weiß ich nicht, wo ich da hin muss. Zum Tanztraining? Mhm. Fernsehballett proben. Heute? Mhm. Heute am Sonntag? Ja. Weißt du was, Andi? Nee, also vom Fernsehballett heute. Jetzt muss ich selbst noch mal anrufen. Vielleicht sind wir hier ja falsch. Vielleicht proben die heute ganz woanders. Das wäre natürlich... Oder ruf doch drüben mal an. Ich rufe mal im Haus des Rundfunks drüben an, ob dort was ist. Ja, okay. Hallo? Hi Uwe, ich bin jetzt da, aber hier ist keiner. Wie, hier ist keiner? Also, die proben hier nicht. Wie, die proben hier nicht? Ja, die Pförtner sagen an einem Sonntag, die sind auch vom Glauben abgefallen. Aber doch, ist da. Okay. Gut. So, okay. Jetzt bräuchte ich. Alles gut, Uwe, das hat sich's erledigt. Jetzt bräuchte ich aber von Ihnen bitte den Besucherausweis oder so eine Einladung. Haben Sie die? Nee, natürlich nicht. Das ist bei uns, wir brauchen das. Das ist. Kann mich nicht jemand, können Sie mich da anrufen, dass Sie mich holen? Also wir dürfen hier keinen rein, denn wir dürfen nämlich keinen reinlassen ohne diesen Besucherausweis. Hier so sieht er aus. Das haben Sie nicht. Oder eine Einhaltung haben Sie auch nicht. Nein, ich bin Helene Fischer und wir proben für meine Show. Ach, Sie sind Helene Fischer. Mhm. Im Fernsehen sieht es immer ein bisschen anders aus. Das ist eine Freude. Ja, guten Tag. Uwe, ich habe keinen Besucherausweis, deswegen kann ich nirgendwo hin. Ruf doch bitte die Mona an, die soll mich holen. Wie, du hast keinen Besucherausweis? Wissen die nichts am Empfang? Hä? Wissen die nichts? Nein. Ich ruf Mona an. Okay. Ja, ja. Bis gleich. Danke. Tschüss. Ja. Genau. Dann warten wir noch den kleinen Augenblick. Ja. Hier kommen die Kollegen vom Ballett. Alle natürlich eingeweiht. Okay. Ja, ja. Schau. Ja. Da an. Ja, sehen Sie, die haben den Ausweis. Verstehe. Ja, Fernsehzentrum Dempfalt, hallo. Ja. Alles klar. Ich gebe es weiter. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, Frau Fischer, ich höre gerade, der Chef hat angerufen, hat sich für Sie eingesetzt. Wir können Ihnen einen Besucherausweis ausstellen. Sie müssen sich einen ganz kleinen Moment gedulden. Ja, du hol doch mal das Formular. Das können wir vorher machen, genau. Sehen Sie, Frau Fischer, geht doch wunderbar. So, und jetzt brauchen wir nur noch Ihren Personalausweis. Ich habe jetzt blöderweise, habe ich jetzt meine, mal schauen. Machst du mal hier dann? Ja. Pass auf, ich gebe dir schon weiter mal den Ausweis, dann kannst du ja. Ja, schon. Damit das schnell geht. Ich habe leider jetzt, ich kann hier meinen Führerschein anbieten. Führerschein geht nicht. Ja, das gibt hier seit 9, können Sie lesen. Ja, nur das Problem ist, dass die jetzt alle schon auf mich warten, das ganze Ballett und... Wir haben doch auch unsere Vorschriften, wissen Sie, wir können es doch nicht ändern. Dann muss mich jemand hier abholen, weil wir müssen wirklich anfangen. Ist das alles okay? Nee, ich habe keinen Ausweis dabei und Uwe, bitte holt mich jemand hier ab, weil ich kann auch... Ich kann doch nicht mehr als die Leute anrufen, was ist denn das für ein Sauhaufen dort? Ich melde mich gleich nicht. Hier wandern die ganze Zeit die Tänzer an mir vorbei. Hallo, ich melde mich. Und ich stehe hier vorne wie ein Trottel. Und aber das ist doch Helene Fischer, warum lasst ihr den nicht rein? Das geht nicht, ja, das hilft ja alles nicht. Wir haben die Vorschrift, ihr glauben es ja auch gern. Ihr mit eurer Bürokratie jedes Mal, das ist jedes Mal dasselbe. Ja, wir können doch auch nichts dazu, wir stehen doch auch nur hier als der Letzte. Wir haben Probe jetzt mit ihr. Ja, glaube ich, aber wir können sie nicht reinlassen, wir haben Vorschrift. Klappt schon, ne? Wir warten auf dich. Helene ahnt wohl, dass das noch dauern kann und zieht schon mal die Jacke aus. Und dann kommt der Chefchoreograf des MDR-Fernsehballetts, Marc Borgerts, auch unser Lockvogel. Morgen. Morgen. So. Hallo. Was ist los? Ich komme nicht rein. Ich weiß nicht warum, aber ich bin schon da. Ich habe alles abgemacht. Unten habe ich einen Haufen erregte Russenstern für den Medley. Ich weiß. Es ist Sonntag. Die sind böse. Die sind, okay. Kann sie mit mir mitkommen? Sie braucht einen Besucherausweis, den hat sie nicht gehabt. Und jetzt haben wir ihr, Sie könnten einen ausfüllen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, aber sie hat keinen Ausweis. Sie kann sich nicht ausweisen. Kennen Sie die Dame nicht, oder? Kennen, natürlich, aber ich darf nicht. Wir haben unsere Anweisung. Richtig. Ja. Wir sind in Deutschland, ja? In Deutschland geht es wie in Deutschland. Immer das Gleiche.
Ich kümmere mich, ich komme wieder. Ja, okay? Ich bin da. Also bleib, ich gehe die Leute sagen, dass sie absolut warten. Ich will nicht, dass jemand sauer ist jetzt auf mich, weil, aber ich stehe hier und kann nicht... Kann wenn, die, wenn ich jetzt komme, ich Probe weiß, ich vorbei, weiß. Schluss. Ich weiß. Okay. Okay. Mademoiselle, on se voit. Okay. Sorry. Jetzt liegt es an uns wieder. Andi, wir sind wieder schuld. Und wir haben eben das Problem, wir dürfen sie nicht reinlassen. Aber wenn ich Ihnen mein Portemonnaie, alles da lasse. Wir dürfen auch nichts annehmen. Das also ist ja aber auf dem Führerschein, also normalerweise komme ich selbst am Flughafen mit einem Führerschein zu. Wir haben eindeutig die Anweisung bekommen, es geht nur mit einem Passport, also mit einem Pass. Wir haben es ja extra nochmal stehen. Da steht überall. Und die haben uns das richtig eingeimpft. Ja. Uwe, du musst wirklich, ich komme, egal, es war schon waren schon alle hier oben, ich komme nicht rein. Jetzt war der Chefchoreograf schon hier. Ich darf nicht rein ohne meinen Ausweis. Gib mir die Herren doch mal. Kannst du mir die mal geben? Uwe, die Herren, sie können auch nichts dafür. Aber sie sind stur. Ja. Gib's mir bitte mal. Ja, hallo? Das kann doch nicht sein. Ja, wir haben Vorschriften. Und wir haben es ja auch schon gesagt, es tut uns herzlich leid, aber wir haben hier seit 1. Dezember eine hausinterne Vorschrift. Wir dürfen nur noch die Leute reinlassen. Wir haben ja auch schon einen Besucherausweis wollt ausführen. Wir hatten das Formular schon alles fertig, aber nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis oder mit einem Reisepass. Ja, aber ja, ich gebe Ihnen nochmal die Frau Fischer. Uwe, wir alle warten unten, die sind schon stinksauer auf mich. Aber ich kann nichts machen. Ich halte gerade an meinem Ausweis, das gibt's ja gar nicht. Nee. Hier ist kein Mensch außer mir an der Rezeption vorne. Ich komme mir vor wie ein Depp heute Morgen, echt. Und was machen wir jetzt? Haben Sie noch mal irgendwie jetzt... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen, ganz ehrlich, weil... Es tut mir so leid. Na, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen, jetzt stehe ich hier wie bestellt und nicht abgeholt und es geht um meine Show. Alle Leute sind da, um mit mir zu proben und ich stehe hier und kann nicht rein. Also es ist schon ein bisschen skurril. Was ist denn da? Die Probe ist abgesagt. Jetzt ist die Probe abgesagt. Warum lassen Sie denn nicht rein? Also ehrlich. Ja, super. Wir sind doch schon aufgestanden. Jetzt Sonntag heute Morgen. Wir haben es doch nicht gemacht. Wir sind doch auch die Letzten in der Kette. Das ist wirklich eine Frechheit, wirklich. Tschüss, Herr Lenz. Die Tänzer gehen wieder. So, allein kommen. Ja, ich musste absagen, die waren alle so aus ihren Fassungen heute. Irgendwo muss es bei Ihnen doch Helena Fischer klingen. Ja, keine Ahnung. Aber warte mal, ja, sag mal, jetzt da war doch was abgegeben. Aber schauen Sie doch mal, ob irgendetwas nicht da ist, weil ich meine... Guck mal, ob da hier... Wir haben das die Proben schon seit, ich weiß nicht, da ist doch irgendwas vorbereitet. Ob was abgegeben worden ist. Hier irgendwo musst du mal gucken. Moment, warte mal, hier liegt ein Umschlag. Oh. Zu Händen Frau Fischer wird abgeholt. Ja, gibt's ja noch. Ja. Oh, jetzt war jetzt unterwegs. Jetzt können wir uns nur entschuldigen. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Das ist ein Gefühl, was ist das? Was ist das denn jetzt hier? Ja, da haben wir doch einen Reisepass. Warum haben Sie uns nicht gleich gezeigt, Frau Fischer? Jetzt kommen Sie rein. Offensichtlich jemand abgegeben. Da können wir jetzt den Besucherausweis aushändigen. Aber wie kommt der jetzt so schnell hier hin? Das ist da wie ein Gespenst hier. Wir machen die Probe nächste Woche Samstag. So um 8. Bei einer Sendung, die heißt Verstehen Sie Spaß? Schon wieder. Guck mal, dieses Auto, das kann man nicht fernsehen. Oh Gott.